Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch einmal unsere neue Handmade-Kleidung zeigen. Ich habe damals bei Alles für Selbermacher in Hamburg bei dem Lagerverkauf richtig viel Stoff gekauft und habe da richtig schöne Schnäppchen gemacht. Und den Stoff habe ich zu einer ganz, ganz lieben, begabten Dame geschickt, die verlinke ich euch unten in der Infobox, also ihren Shop verlinke ich euch unten in der Infobox. Und die hat mir jetzt richtig, richtig viele Sachen daraus genäht, also ja, den ganzen Stoff sozusagen vernäht und mir die Sachen jetzt zukommen lassen. Ich bin wirklich sehr begeistert. Es ist sehr wenig in kleinen Größen, das ist eher schon so, ja, 80, 86, eher so die größeren Größen, wo wir noch nicht so viel haben. Und es war mir auch sehr wichtig, dass die Maus so wirklich lange tragen kann, weil handgemachte Sachen sind einfach so wunderschön. Aber ihr seht es gleich selber. Ich würde sagen, wir packen das Paket jetzt aus und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Aber ich hoffe, euch stört das offene Fenster nicht. Ihr kennt es ja von mir. Aber genau, das Fenster ist eben offen. Ich hoffe, das stört nicht allzu doll. Jetzt packen wir das Päckchen aus. Falls irgendjemand fragt, was hier im Hintergrund steht, das ist unser Baby bei Beistellbett. Bettschlange und Nestchen verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Nicht, dass da irgendwelche Fragen in den Kommentaren kommen. Es sind relativ viele Stoffe dabei, die jetzt nicht allzu Mädchen sind, so wie dieser Stoff jetzt hier zum Beispiel. Aber ihr kennt mich ja oder ihr wisst es ja, dass ich da nicht so drauf achte, was rosa ist, ist immer Mädchen, was blau ist, ist immer Junge. Und ich finde, dieses Grün kann ein Mädchen doch perfekt tragen. Ich finde das einfach so schön, diese Farbe. Das ist einmal eine Pumphose, die ist auch richtig pumpig, wie ihr seht. Also die ist richtig schön breit sozusagen geschnitten. Und das ist richtig bequem, denn mit dem Büttelpopo. Sie hat hier auch immer die Größen ran gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel Größe 62. Wirkt auf jeden Fall größer, viel, viel größer. Aber genau, ist eben Schnittmuster 62. Richtig schönes hellgrünes, großes Bündchen. Ist mir immer ganz, ganz wichtig, damit es schön am Bauch bequem ist. Und dann eben unten noch das Bündchen. Und ich denke, die ist auf jeden Fall richtig bequem. Der Stoff ist so ein Walstoff. Und auf jeden Fall so Wale und kleine Schiffchen drauf. Und genau, das ist sozusagen die erste Hose. Ich tue das mal alles hier hinten ins Nestchen rein. Das stapelt sich bestimmt gleich. Weiter geht's mit einem Pullover aus demselben Stoff. Der ist in Größe 74. Wie gesagt, der gleiche Stoff. Und das ist so ein Pullover, wo man halt so reinschlüpft. Der hat hier oben diese, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, genau, ist der so zum Reinschlüpfen. Richtig süß, Größe 74. Der wirkt allerdings ein bisschen kleiner. Eher so wie eine 68. Aber ja, da muss man einfach mal schauen, wann der denn passt. Aber auch der, wie gesagt, mit dem gleichen Stoff. Weiter geht's mit einem Stoff, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und zwar ist das dieser hier. Der ist so richtig schön dunkelblau und hat dann so verschiedene Punkte drauf. Richtig schön finde ich den. Dieser Pullover ist jetzt in Größe 80. Hat eine Kapuze, also ist so ein Hoodie. Wie ihr seht. Dunkelblaues Bündchen. Und ist eben so ein Hoodie. Die Mützen sind richtig groß und richtig schön bequem. Und genau, einfach so ein Hoodie in Größe 80. Dann geht es weiter mit einem Hoodie aus diesem Stoff hier. Der ist in Größe 86, also schon echt richtig groß. Auch wieder eine richtig große Mütze. Ich finde das ja so süß, wenn so kleine Kinder, denn mit so einer riesen Kapuze hinten, finde ich so niedlich. Und dieser Stoff ist in so einem hellen Orange und dann mit so kleinen Fotoapparat und so drauf. Eine kleine Kamera, ein bisschen Goldglitzer und so. Richtig schön. Hat sie kombiniert mit grauem Bündchen und finde ich auch wirklich sehr passend. Und da gab es eben noch so ein Hoodie. Langsam füllt sich das hier. Weiter geht's mit dem Walstoff, nur in rosa. Also den gleichen Stoff mit den Walen. In rosa, mit so richtig schönem altrosa Bündchen. In Größe 74 ist so ein Hoodie. Also genau, einmal so und dann halt eben die
große Kapuze wieder hinten dran. So, dann geht es weiter mit einem Waldstoff. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Auch richtig, ja, eher weniger Mädchen. Aber ich finde ihn einfach so unglaublich schön, diesen Stoff. Das ist ein süßer Pullover, wieder zum Reinschlüpfen. Oben. Und der ist in Größe 50, also ganz, ganz mini. Ihr seht das, glaube ich. Ein ganz, ganz kleiner Mini-Pullover, aber auch einfach unglaublich süß. Dann gab es noch aus dem Stoff eine Hose. Eine richtig schöne pumpige Pumphose wieder. Und ich finde es auch einfach so cool mit dem dunkelblauen Bündchen. Das passt einfach so gut zu dem Stoff. Die ist jetzt in 68. Also hat die Maus auch richtig lange was von. Und die wachsen ja auch ein Stück weit mit. Und da gab es eben noch eine Hose. So, dann geht es weiter mit einem Stoff, der mir auch richtig gut gefällt. Und den hat sie einfach so schön kombiniert. Also ich habe ihr wirklich alle Sachen freigelassen. Sie konnte wirklich das Bündchen immer selber dazu wählen. Und teilweise hat sie auch ja, die Kleidungsstücke sozusagen selber gewählt. Und genau, sie hat jetzt diesen Stoff hier, der ist so ja beige-gelb mit so Dreiecken drauf, hat sie mit so richtig schön Petrol kombiniert. Einfach richtig schön. Das passt einfach so gut. Die Hose ist jetzt auch in 62, wirkt natürlich auch wieder viel zu groß. Aber wir sehen mal, was ich bei diesen Hosen wirklich richtig schön finde, ist hier vorne diese Falte. Ich finde das einfach so niedlich. Und genau, da gab es eben eine wunderschöne Hose. Und dann gab es noch in Größe 62 einen kleinen Schlüpfpulli. Auch wieder in Petrol. Und genau, einmal in 62. Oh, was mir gar nicht aufgefallen ist. Wir haben noch einen Pullover davon. Und zwar in Größe 50. Diesmal mit weißem Bündchen. Finde ich, passt auch sehr, sehr gut. Genau, da gab es noch einmal in 50. So, dann machen wir weiter mit einem sehr winterlichen Stoff. Aber ich liebe einfach diese Panda-Bären. Ich liebe diesen Stoff oder diese Stoffe. Da gibt es ja ganz, ganz viele von. Einmal ein Hoodie mit weißem Bündchen. Und richtig schöner großer Kapuze, wie immer. Der ist in Größe 74. Und der ist auch einfach so schön, oder? Und wenn ich richtig gerechnet habe, könnte der sogar tatsächlich im Winter passen. Also ich bin echt gespannt, wie die kleine Maus wächst. Und das wäre doch mega cool, wenn sie den im Winter anzieht. So, weiter geht's mit weiterem Panda-Stoff. Von diesem Stoff habe ich 3 Meter gekauft. Und deswegen werdet ihr gleich ganz, ganz viel davon sehen. Aber der ist auch einfach so hübsch, finde ich. Den hat sie auch kombiniert mit so einem Grau. Die Hose ist jetzt in 74. Da gab es einmal eine Pumphose. Dann gab es noch eine Pumphose in 74. Und dann gab es noch in Größe 80 so einen richtig schönen Pulli mit so einem hellen, hellgrauen Bündchen. Und das Schönste, was ich euch eigentlich zum Schluss zeigen wollte, jetzt aber mit dem Teddystoff zu tun hat, ist unser Overall. Den hat sie uns in Walkstoff genäht. Also das Rosane hier außen ist so Walkstoff. Dann hat sie hier so richtig schönes gestreiftes Bündchen unten und oben. Der ist in Größe 74. Hoffen wir, passt der auch im Winter. Und der hat hier drin in der Kapuze eben auch diesen Bärenstoff. Natürlich Öhrchen. Wie soll es auch anders sein? Und genau, einen großen Reißverschluss. Und ist eben so ein richtig schöner, kuscheliger Walk overall. Dann geht es weiter mit einem Musselinstoff. Und zwar diesem hier. Ich liebe ja Musselin. Und der hier ist so grau. Hat so graues Bündchen. Eine Hose in Größe 62. Dann geht es weiter mit diesem Stoff hier. Der ist so richtig knallig orange. Naja, was heißt orange? Das ist eher so ein rosa Orange. Wie nennt man das? Aprikose oder so? Auf jeden Fall schön knallig. Hat sie kombiniert mit Dunkelblau. Finde ich, passt sehr gut durch die dunkelblauen Sachen da drin. Genau, gab es nochmal so ein Hoodie. Schöner Kapuze und der ist in Größe 80, also auch schon etwas größer. Dann haben wir ganz viel von diesen Hafenkits gekauft. Also ich habe ganz, ganz viel Stoff davon gekauft, weil ich diese Hafenkits ja, sehr, sehr schön finde. Und da hat sie jetzt einmal hier einen komplett mit Hafenkits genäht. Also überall die Hafenkits. Am Rücken sind keine Kits, also keine kleinen Rehe drauf, sondern hier ist nur der Kombistoff sozusagen. Also nur so die Girlanden, sage ich mal.
Und ich finde diesen Stoff einfach so schön, weil das glitzert alles so richtig toll. Hat sie kombiniert mit so einem dunkellila, auch wieder als Hoodie. In der Kapuze sind auch keine Rentiere drin. Das habe ich extra gemacht, weil ich ja nicht weiß, ob dieses Gold nachher irgendwie am Kopf kratzt oder so. Also dieses Glitzer. Deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir da in der Kapuze keine Hafenkids rein. Aber ich finde, der ist einfach so schön geworden. Dann haben wir noch ein Hoodie in Größe 86, also noch ein Stückchen größer wird es hier. Und dieser Stoff gefällt mir auch richtig, richtig gut. Der ist richtig schön dick. Also es ist mehr so ein Sweat-Stoff. Und genau, der ist eben mit weiß mit so Sternen. Und hat sie auch kombiniert mit Dunkelblau. Und ich finde den einfach auch so schön. Schön zeitlos, neutral und ja, mega cool. Dann auch etwas, ja, Jungs-mäßiges, weiß ich nicht. Etwas in Blau, aber der Stoff ist auch einfach so cool. Auch in Größe 86 ein Hoodie aus diesem Stoff. Dann haben wir noch ein Set, einmal aus einer Pumphose. Und zwar in diesem Stoff, beziehungsweise ist das hier die Kombi von dem Stoff, den ihr gleich seht. Die ist in Größe 80, also auch schon richtig groß. Hat sie hier kombiniert mit diesem Altrosa, finde ich auch richtig schön. Und das hier ist der, ja, Stoff dazu, sage ich mal. Das sind die Indianerbären. Das ist eben der gleiche Stoff wie die Hose, nur dass hier Bären drauf sind und hier nicht. Das Ganze ist eben ein Kombistoff. So, und der Pulli sieht so aus, hat sie hier auch wieder mit dem gleichen Altrosa kombiniert. Und der Rücken hat auch keine Tiere drauf, genauso wie die Kapuze. Das haben wir immer mit Absicht so gemacht, dass man eben ein bisschen Stoff spart, weil diese Pullis nehmen halt wirklich schon relativ viel Stoff ein. Genau. Beides in Größe 80. Und weil da noch ein bisschen Stoff übrig geblieben ist, gab es noch eine Hose mit den Indianerbären drauf. Die ist in Größe 86. Also auch richtig, richtig riesig. Und die hat sie kombiniert mit Grau. So, dann habe ich doch tatsächlich noch einen Panda-Stoff für euch. Oder einen Panda-Stoff-Pulli für euch. Kombiniert mit Jeans Blau in Größe 68. Einmal ein kleiner Schlüpfpulli. Und in diesen süßen Winterpandern auch nochmal so einen kleinen Schlüpfpulli in Größe 68. Aus diesem Stoff hatten wir ja auch schon einen Hoodie und da gab es auch nochmal eine Hose in Größe 68. Auch wieder hier mit Grau kombiniert. Dann aus den Sternen nochmal einen richtig schönen kleinen Schlüpfpulli in Größe 74. Wieder mit Dunkelblau kombiniert, finde ich auch einfach so unglaublich süß. Genauso wie den Hoodie. Wie gesagt, einer wirklich meiner Lieblingsstoffe, weil so zeitlos und so, ich mag das total gern. So, dann gab es noch eine Pumphose aus dem Musselinstoff in 74 mit Dunkelgrau kombiniert. Und aus dem Aprikostoff gab es einen Strampler, der einzige Strampler in diesem Paket, in Größe 68. Da haben wir nämlich auch noch gar nicht so viele und da dachte ich mir, können wir doch noch einen Strampler draus machen. Hat sich hier auch mit Dunkelblau kombiniert und mit so hellen Knöpfchen. Dann habe ich ja gesagt, habe ich relativ viel Hafenkids gekauft und ich meine das wirklich auch so, denn ich habe noch diesen wunderschönen Hafenkids-Stoff gekauft, der ist ja auch sehr beliebt. Das ist so ein lila-blau, den hat sie jetzt hier mit rosa Ärmeln gemacht und hier unten auch mit rosa Bündchen. Richtig schöne Kapuze, auch hier wieder keine Kids in der Kapuze und auch der Rücken hat keine Rentiere drauf. Genau. Und den gab es dann hier in Größe 74 einmal. Dann gab es noch einen 68, einmal mit ja, so lila Bündchen. Auch richtig schön, komplett aus Hafenkids. Da ist der Rücken und die Ärmel nicht mit Rehtieren. Der Rest sonst, außer die Kapuze von innen, auch wieder nicht mit Rehkids. Und dann gab es aus dem Stoff noch einen großen Hoodie. In 86, einmal der gleiche wie der gerade in 68. So, dann haben wir noch zwei Sachen aus den anderen Hafenkids. Und zwar hier einmal ein Komplett mit Hafenkids. Wieder mit diesem altrosa Bündchen. Der ist in Größe 68. Hier wieder die Kapuze ohne Rickets. Und dann hat sie noch einen genäht. Der ist auch richtig groß, 86. Mit rosa Ärmelchen. Einmal so, vorne mit Kids, hinten ohne Kids.
Ja, mein Lieben, und das war's dann auch. Das war ein wirklich XXXXL Handmade Haul. Ich habe jetzt die Sachen nicht gekauft, weil ich sie unbedingt brauche, sondern einfach nur, weil ich den Stoff loswerden wollte. Ich wollte den Stoff verarbeiten und habe die Sachen dementsprechend bestellt. Ja, mein ganzer Stoff ist jetzt vernäht. Ein paar Reste hat sie natürlich noch übrig, aber daraus konnte man einfach nicht mehr so viel machen. Bei diesen großen Sachen ist einfach so, dass da nicht so viel übrig bleibt, wenn man da so einen Meter Stoff hat oder so. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht, ja, habt ihr ein paar Inspirationen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie hat einen super süßen Kanal. Und genau, dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!